Mr. Mike. Mr. Mike. Jo, es ist Mr. Mike. Heute wieder aus dem wunderschönen Bayern im Chiemgau in Aschau. Hier die Kampenwand, wunderschön. Erwähne ich immer wieder. Und jetzt so ein kleines Video, so ein bisschen Real Talk, Just for Fun auch ein bisschen, aber auch ein bisschen reale Fakten einfach. Weil zur Zeit, Urlaubszeit hat anscheinend so ein bisschen angefangen in Deutschland, im Norden Deutschland. Und mich schreiben zurzeit echt viele Leute an, die halt dann Urlaub hier bei mir in der Gegend machen. Weil ich wohne halt hier einfach auch in einer wunderschönen Gegend. Ne? So dort leben, wo andere Urlaub machen. Das ist hier einfach. Chiemsee, Alter, wunderschön. Die Bergen, die Alpen, Kampenwand, Alter. Wir haben so viel schöne Plätze von der Natur her. Echt wunderschön. Der Königssee ist auch nicht so weit weg. Einfach traumhaft. Ne? Und daher diese Verbindung immer, was voll cool ist. Ne? Du bist ein Baller in Norddeutschland. Du kennst mich schon eine Zeit. Du magst mich vielleicht. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor natürlich, weil wenn du mich nicht magst, dann kommst du wahrscheinlich nur vorbei, um mich zu fotzen. Fotzen sagt man hier in Bayern nicht zu schlagen. So zum Beispiel, ne? Die Hater dann kommen dann vielleicht deshalb vorbei. Aber bis jetzt hatte ich noch keinen. Bis jetzt hatte ich nur nette, liebe Menschen. Und jetzt innerhalb von 2 Tagen hintereinander zwei Urlauber hier gewesen, die haben sich schon angekündigt, ne? Die folgen mir schon lange auf Instagram, Mr. Mike Production. Das finde ich dann auch immer schon fast Voraussetzung, ne? So ein bisschen um zu klären, okay, mag der mich wirklich oder ist das ein Hater? Ne? Aber bis jetzt nur nette Leute, liebe Leute. Und wenn jemand hier in der Gegend ist oder plant, hierher nach Bayern zu kommen, hey, sehr gerne, schreib mich an, wie gesagt, Instagram, Mr. Mike Production. Und ich nehme mir immer Zeit für jemanden, der ballen will, ein paar Körbe werfen will oder sonst was. Sehr gerne. Das ist das Geile am Basketball, wie das verbindet. Ne? Und wie gesagt, hey, bis jetzt nur nette Menschen kennengelernt. Von Hamburg bis Berlin bis Mainz. Alex, Grüße gehen raus. Es ist so wunderschön, dieses Feedback, was du dann auch so zurückbekommst. Das ist für echt was Tolles, Mann. Ne? Und da müsste ich eigentlich vielleicht auch mehr draus machen, ohne jetzt davon Profit schlagen zu können, aber irgendwie so sagen, hey, mit Neckermann reisen, jetzt mal als lustiges Beispiel, ne? Ich biete an hier Hotel, günstig, Ballerpreis natürlich, ich zeige dir die Hotspots hier in Bayern, Wasserfall haben hier in der Gegend, den findest du auch nicht so leicht, ne? Das beste Schnitzel in Bayern, wo kannst du günstig Elektroboot fahren auf dem Chiemsee, weißt du, was ich meine, solche Infos, so ein Komplett-Package, weil ich, jeder, der kommt, dem sage ich das ja immer wieder aufs Neue, erneut. Ich wiederhole mich ja dann immer und sage, hey, hier ist das beste Schnitzel, hier ist der beste Bootsverleih, hier ist der Wasserfall, da musst du hin, da musst du hin, weißt du, was ich meine, so das Komplett-Package mit Neckermanns Reisen, also Neckermanns Reisen, wenn ihr das seht, hier, schreibt mich gerne an, wir machen ein Mr. Mike Bayern-Ticket, dann mit mir noch Körbe werfen, manche freuen sich darüber, so verrückt, wie das auch klingt, für manche ist das dann wirklich ein Highlight, mich dazu noch treffen. Das ist echt crazy, wenn du so erwachsene Menschen, ne, erwachsene Menschen, so an die 30 Jahre schon, die sich voll freuen, wo du echt merkst, Alter, der freut sich jetzt hier echt gerade voll, dass er mich hier trifft und mit mir ein paar Körbe werfen kann. Total verrückt, ne? Ich bilde mir auf mein ganzes Zeug ja nichts ein, ich bilde mir auf mich selber nichts ein, daher ist es einfach auch wieder lustig, aber das ist so, mehr Motivation oder Wertschätzung kannst du einem Menschen einfach nicht entgegenbringen als das, ne? Dieses Lächeln von erwachsenen Menschen im Gesicht. Hey Mike, wie schön ist es, dich mal persönlich zu treffen. Ne? Bei einem kleinen Kind bin ich es ja gewohnt. Ein kleines Kind kannst du schneller verzaubern mit Basketballtricks oder sonst irgendwas. Ne? Aber ja, ein erwachsener Mensch, der halt wirklich auch Baller von Leidenschaft ist, ist das dann vielleicht doch nochmal was anderes, wo du denkst, hey geil, endlich kann ich dich mal treffen. Das ist echt eine schöne Sache, man, Wertschätzung ohne Ende. Feiere ich echt sehr gerne. Feiere ich voll. Das ist mega. Das ist gut fürs Herz, ne? Sich ein bisschen austauschen. Letztens war auch jemand am Montag war jemand da, diese Woche Montag war jemand da mit seiner Freundin. Die Freundin absolute Nicht-Basketballerin, dann hat er sie mitgenommen. Die muss auch so ein bisschen immer Videos mitgucken, ne? Hatte ich auch schon öfter, wenn man denkt, die arme Frau, ne? Muss mich ertragen, weil es halt der Mann, der Freund, feiert meine Videos. Absoluter Nicht-Basketballer. Dann habe ich sie so ein bisschen mit einbezogen, weil sie hat den Ball in der Hand, ein bisschen gedribbelt. Die fand das mega cool und dann ein bisschen geworfen. Und Alter, weißt du, wie die sich gefreut hat über ihren ersten Treffer? Dann hatte die 3 Treffer hintereinander. Schon recht weit für den absoluten Anfänger, der das letzte Mal vor 10 Jahren gespielt hat. Total crazy. Da dieses Feeling, diese Freude in einem erwachsenen Menschen zu sehen, Alter, sie hat es drauf, ne? Sie hat es drauf und sie hat dieses Feeling gerade voll gespürt. Die hat dieses Feeling gerade, wenn der Ball oben reingeht, ne? Das ist ja das, was uns Baller überhaupt so fasziniert in diesem Sport, ne? Das Feeling zu dribbeln erstmal, dann zu werfen und dann geht das Ding oben noch rein, ne? Dieses, oh geil, ich will nochmal, oh, ich will nochmal, ich will dieses Gefühl nochmal.
Und schon bist du drin und schon hat dich diese Sucht gepackt. Ne? Den einen heftiger als den anderen. Aber genau das ist ja das, was ich vermitteln will einem Nicht-Basketballer. Hier, nimm mal den Ball. Schmeiß mal. Wie fühlt sich das an? Wie ist das Feeling, wenn der oben rangeht? Ha? Ist das geil? Ja, Mann. Ja, das ist geil. Hier, mach nochmal. Weißt du? Und schon täglich und regelmäßig. Und hey, das ist. Und schon habe ich dich gecatcht. Verstehst du? Und wenn ich dich dann noch gecatcht dazu habe, ne? Wenn mich Leute, wie viele Leute haben mich schon angeschrieben? Mike, dank dich bin ich zum Basketball gekommen. Das ist, ja, ich weiß schon, wie ich es gemacht habe. Ne? Ich mache es auf eine entspannte Art und Weise und ich weiß ja nicht, ob ich dich damit catchen kann. Aber wenn ich dich damit gecatcht habe und ich war der Grund dafür, hey, habe ich es geschafft. Ne? Das ist genau die Message. Das ist die Message. Wenn du dann noch Profi dazu wirst, anderes Level, verstehst du, da bin ich dann nicht mehr für zuständig. Da musst du dich schon weiterentwickeln und um auf die anderen Levels hochzusteigen, ganz anderes Thema. Da möchte ich gar nicht drauf ein, aber dieser erste Impuls, Mann, ne, dieser Impuls, wenn ich dafür ausschlaggebend bin, ich, der Mr. Mike vom Chiemsee aus Bayern, ey, das ist geil, verstehst du? Ja, Mann. So, das war's auch schon wieder. Wie gesagt, ihr seid in der Gegend, Chiemgau, Oberbayern. Schönste Gegend einfach, ey, ich schwör's dir, ich gebe dir ein paar Hotspots. Wetter muss natürlich passen, viele Faktoren. Ich empfehle dir auch ein Hotel natürlich, ist aber so eine Kostenfrage. Aber wie gesagt, ich habe halt kein Package, dass ich sagen kann, hey, hier hast du eine Woche Bayern für 400 Euro mit Mr. Mike, mit besten Schnitzel, mit Bootfahren. Das gibt's halt nicht. Das wäre halt echt geil. Aber es ist natürlich auch wieder schwer, das überhaupt zu kalkulieren. Ne? Wetter muss mitspielen, brauchst einen Bootsverleiher, brauchst ein Hotel, brauchst den Schnitzelwirt, Baumbach heißt der, weißt du was ich meine, dass die alle mit... damit von der Partie sein, das wird, glaube ich, nicht umsetzbar sein. Ist auch egal. Ich empfehle dir gerne einzelne Sachen, auf was du Bock hast. Vielleicht bist du ja Vegetarier und magst kein Schnitzel, siehst du? Und schon wäre dieses Package wieder kacke für dich, weil du magst kein Fleisch. Verständlich, weißt du? Daher schwierig. Naja, wie gesagt, auschecken, Instagram, Mr. Mike Production, meinen neuen Shop auschecken, meine neue Website, so geil geworden. Simon, Liebe geht raus für diese geile Website. Die ist immer noch nicht 100% fertig. So, der Feinschliff fehlt noch, aber das erste... Ey, gib dir bitte einfach nur mal ein bisschen die Optik und es wird auch so ein bisschen Rabatte geben auf meinen Ball jetzt dann demnächst. www.mrmikeproduction.com, nicht mehr de. Das muss ich mir erst wieder sichern, jetzt gerade com. Ich hoffe, de kriege ich auch nochmal zurück, weil ich da natürlich die letzten 10 Jahre Videos auf de gemacht habe, jetzt aber com. So eine schicke Seite, Simon echt, da ist auch wieder, weil es ein Baller ist, ne? Der hat mir das für einen Freundschaftspreis gemacht, sonst könnte ich mir den Mann nicht leisten, weil der einfach, der ist ein anderes Level auch wieder, ne? Der Typ. Simon, Alter, Liebe, ist halt ein Baller, ne? Die Ballerliebe, die verbindet einfach. So, Mann, genug gelabert, Feedback geben, eure Meinung, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, 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 Mr. Mike.